Kunst hilft mir für glücklich sein und hilft mir für Geduld sein. Und ich habe sehr gut gefühlt, wenn ich vor erstmal mitteilen in erste Ausstellung in Neumünster. Es war in 2021 war die erste und danach ich bin ein von diesem Team für dieses Projekt und wir haben viele Projekte machen hier in Camp und wir helfen viele Leute von Kinder und erwachsene Leute für Kunst lernen und ich bin sehr glücklich, weil ich eine Person von diesem Team sein. Das Projekt hat tatsächlich mit einem Set, Pinselset und Farbenset gestartet. Es gibt keine Malpädagogen. Es hat tatsächlich aus der psychosozialen Betreuung entstanden. Gedanke dabei ist, nicht nur einzelne Personen zu erreichen, sondern nach Möglichkeit mehr Menschen, mehr Raum zu geben, um eigene Emotionen, Gefühle und wie auch immer mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dieses Projekt ermöglicht das. Es geht nicht um Kunstpädagogik, es geht um psychosoziale Betreuung. Ja, mein Name ist Basil Sakhan. Ich komme aus Syrien seit 4 Jahren ungefähr. Ich bin Architekt von Büro, aber Kunst ist mein Hobby. Seit ungefähr 20 Jahren, aber wenn ich komme nach Deutschland, ich war alleine. Und es ging ja nicht um, was wir hier erschaffen wollen, um Kunstwerke. Es ging überhaupt nicht darum. Es ging um die Menschen, ging es von Anfang an. Das, was Sie jetzt hier sehen und was bei dieser Ausstellung ausgestellt wird, das ist so ein Nebeneffekt des Projektes. Da entstehen Prozesse, die man von Anfang an nicht perfekt planen kann. Und so im Laufe der Zeit hat sich intensiv entwickelt das Ganze. So, meine Kunstidee manchmal von Leuten kommt. Wie man kann denken, wie man kann sitzen. Und ich mag Modigliani-Systeme, aber mit meinen Systemen, ich habe gemacht alle meine Bilder. Angst haben, und das ist Denken, und das ist Romantik-Momente. Das. Es geht ja um Emotionen, um das Erlebte. Was ist eine Emotion? Was ist eine Expression? Das ist die Sprache, die die ganze Welt spricht. Das ist kulturübergreifend. Und wir wissen, dass Kunst genauso kulturübergreifend ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die Sprache, auf der man miteinander erfolgreich kommunizieren kann. Die Emotionen, die noch kein Ventil gefunden haben bei den Geflüchteten. Wo, wie, das ist die schwierigste Frage, das ist die schwierigste Herausforderung. Und mit dieser Möglichkeit, mit dieser Option, schaffen das tatsächlich ganz viele. Und damit auch unter anderem starten viele in das neue Leben mit positiven Emotionen, mit positiver Vorstellung von eigener Perspektive. Und das ist unser Ziel, unser Schwerpunkt, auch eventuell zu diesem Startbrett, Sprungbrett zu werden, für einige vielleicht nach Möglichkeit. Ich gebe meine Kunst, meine Bilder von meiner Seele, immer. Ich muss mein Fingerprint und meine Bilder stellen, immer.